ist nicht der Geselle dazu, die Heiligen und göttliches Verhängnis zu verstören. Nicht fressen! Nicht fressen! Ah, jawohl, nein! Mein Sohn, sei zufrieden, ich friss dich nicht. Alle haben die Wölfe schon gefressen. Den Krähen, die Mäuler und das kleine Ursel. Elf! Ja, die Wölfe, dieselbe haben Schafe und Kühe und Säue gestochen. Ofen und Fenster eingeschlagen und da ist danach das Haus verbrannt gewesen. Wann ist dies geschehen? Ei, wie ich die Schafe haben hüten sollen. Sie haben mir auch meine Sackpfeife wollen nehmen. Wann hast du der Schafe sollen hüten? Ei, hörst du nicht, da die Wölfe kommen sind? Ich will dir Essen geben. Ja, ich hab den ganzen Magen voller Hunger. Wohinaus willst du aber jetzt? Ich will bei dir hier bleiben. Dich hier zu behalten ist weder meine noch deine Gelegenheit. Deine zarte Jugend dürfte eine solche harte und sehr strenge Art zu leben in die Länge nicht ausharren mögen. Oh, lieber Mann, behalt mich doch, es ist sonst gar niemand auf der Welt. Vielleicht finden wir doch in einem anderen Dorfe die Leute wieder, zu denen du gehörst. Was sind das für Dinger? Leute und Dorf! Behüte Gott, bist du närrisch oder gescheit? Nein, meine Meute und meines Kleins Bub bin ich und nicht der närrisch oder der gescheit! Und wie heißest du? Ich